Hallo und Mahlzeit, liebe Freunde des Fantastischen. In unserer Vergangenheit lehrt uns ja immer wieder die Geschichte der Besiedlung unseres Planeten, der Besiedlung der Welt oder verschiedener Regionen der Welt, dass unsere Vorfahren vor Jahrtausenden, aber schon vor vielen Jahrtausenden, also in der Steinzeit, ganz Erstaunliches geleistet haben in Sachen Seefahrt. Sie haben nicht nur die Kontinente, die einzelnen Regionen unseres Planeten ganz langsam schön zu Fuß besiedelt, sondern sie haben auch die Meere und Ozeane befahren mit Booten und Schiffen, wo man heute denken würde, da würde sich kein Mensch drauf setzen und irgendwie gen Osten oder Süden segeln, ohne zu wissen, wo man da überhaupt ankommt, was denn am Ende des Horizontes ist. Das hat die vergangenen Jahrzehnte der Forschung haben das klar ergeben. Da gibt es also ganz erstaunliche Erkenntnisse. Ich blende euch hier auch mal etwas ein Video und einen Artikel, zum Beispiel über Seefahrt in der Steinzeit oder auch schon vor über 100.000 Jahren im Mittelmeer, über die ich unter anderem auch auf meinem Blog fischinger-blog.de immer mal wieder berichtet habe. Ihr habt, wenn ihr so jetzt so hört, so Seefahrt in der Steinzeit oder der Antike, die heute von der etablierten Wissenschaft oder sogenannte Schulwissenschaft nicht anerkannt ist, da habt ihr wahrscheinlich natürlich einen Norweger so im Hinterkopf, Thor Heyerdahl eben aus Norwegen. Er hat ja so einige Expeditionen gemacht mit selbst gebastelten Booten oder einem Floß, zum Beispiel das Floß Kon-Tiki. 1947 ist er von der Küste von Südamerika aus in Richtung Westen gesegelt, also in den Pazifik hinein, Richtung Osterinsel, um nachzuweisen, dass Ureinwohner von Südamerika auch die Inseln im Pazifik, in dem gigantischen Raum des Pazifiks besiedeln haben können, theoretisch mit einem einfachen Floß. Er hat auch andere Experimente gemacht, zum Beispiel die Überquerung des Atlantischen Ozeans mit einem Schilfboot und so etwas. Ra-1 und Ra-2 hießen diese Schilfboote. Da ist vielleicht, bevor ich auf das eigentliche Thema dieses Videos zu sprechen komme, vielleicht ganz interessant, es gibt ja so einen Experimentalarchäologen auch in Deutschland, der verschiedene Expeditionen schon dazu gemacht hat, und zwar der Dr. Dominik Görlitz. Seine Projekte nennen sich Abora, 1, 2, 3, 4, 5 und wer weiß, wie viel da noch kommen werden. Da hat er zum Beispiel, die letzte Expedition war zum Beispiel da eine Tour vom Schwarzen Meer durch den Bosporus, also da in Istanbul, durch die Ägäis, durchs Mittelmeer, um nachzuweisen, dass eventuell vorzeitliche Seefahrer schon von dort bis nach Ägypten gekommen sind, um zum Beispiel oder auch vor allem Metall, also Eisen zu exportieren und die Ägypter das eben zu importieren. Und da ist es interessant, es steht ein weiteres Projekt in Sachen Abora an mit so einem Schilfboot und zwar im nächsten Jahr eine Atlantiküberquerung. Und da werde ich jetzt nächsten Tage am ersten Trainingscamp, wenn man so sagen will, dran teilnehmen, segeln, üben etc. etc. Auf Rügen in dem Hafen von Sassnitz liegt die Abora zurzeit, beziehungsweise das Trainingsboot Dilmun zurzeit. Da werde ich jetzt die nächsten Tage hinfahren und werde auch daran teilnehmen und das alles lernen, wie das funktioniert. Denn Ziel ist es eben von Dr. Dominik Görlitz und seinem Abora-Team, da im nächsten Jahr vom Ost nach West den Atlantik zu überqueren, um nachzuweisen, es geht mit solchen primitiven Schilfbooten. Das heißt, Jahrtausende vor Kolumbus war das schon möglich. Aber kommen wir zurück zu dem Thema dieses Videos, denn über diese Abora-Expedition und meine Erfahrungen und Erlebnisse auf hoher See, da nach meiner Teilnahme werde ich natürlich zu gegebener Zeit hier auch berichten. Aber es ist ja auch bekannt, dass der Pazifik besiedelt wurde von Seefahrern eben der Vorzeit, kann man nicht sagen, aber vor Jahrtausenden fing das so an und da heißt es dann in der etablierten Lehrmeinung, dass sie so von Südostasien aus losgesegelt sind. Sie haben so eine Art Inselhopping gemacht, sind mit ihren Kanus und mit ihren einfachen Booten oder mit ihrem traditionellen Boot mit so einem Ausleger, sind da die Vorfahren der heutigen Maui, das sind die Ureinwohner von Neuseeland, sind da von Insel zu Insel gefahren, haben diese Inseln besiedelt, sind dann weitergefahren, beziehungsweise Generationen später weitergefahren und so kamen sie bis hoch in den Norden, bis nach Hawaii, haben die Insel von Hawaii besiedelt und haben dann auch die Ost
Osterinsel besiedelt und dann als eine der letzten Etappen eben auch Neuseeland besiedelt, wo eben diese Maui als Nachfahren, als Ureinwohner dieser polynesischen Seefahrer heute noch leben. Das war immer oder ist bis heute eine ganz erstaunliche Leistung, auch wenn man Jahrhunderte für die Besiedlung dieses gigantischen Pazifikraums gebraucht hat. Aber ist immer noch ganz erstaunlich, denn wenn man sich diese Boote so anschaut, ich blende mal so ein paar zeitgenössische Bilder davon ein, ist immer noch unglaublich. Wie konnten die das? Wie konnten die ohne Kompass etc. etc. so navigieren, dass sie ungefähr so auch im 13. Jahrhundert nach Christus auch Neuseeland erreichen, vielleicht sogar etwas früher, da ist man sich so nicht ganz sicher. Aber die Maui auf Neuseeland, aber auch die Polynesier allgemein haben natürlich viele Gedichte, Lieder, Mythologien, Geschichten und so, die man so deuten kann, dass es urzeitliche Erinnerungen bzw. Erinnerungen an diese urzeitliche Seefahrt ist, wie sie den Pazifik besiedelt haben, die ganzen einzelnen Inseln. Die Europäer, als sie dann nämlich im 17., 16., 18. Jahrhundert den Pazifik erkunden, waren ganz erstaunt, dass diese Inseln, dass da überall Menschen wohnten. Und da fragten sie sich, wie kamen sie denn dahin? Es gibt Legenden, zum Beispiel von den Maui, aber auch von anderen Polynesiern, dass es da einen versunkenen Urkontinent gab, von dem sie stammen und so etwas. Heute ist man sich eben einig, auch aufgrund genetischer, nicht Experimente, sondern genetischer Untersuchungen der indigenen Bevölkerung, dass sie eben aus Südostasien kam. Dazu noch mal kurz auf Thor Heyerdahl zurückgekommen, da blende ich euch dieses Video hier mal ein, denn Thor Heyerdahl wollte ja nachweisen, dass eben südamerikanische Indianer auch die Inselwelt des Pazifik besiedelt haben, und tatsächlich haben ganz neue genetische Untersuchungen herausgefunden, dass es tatsächlich so war. Und zwar auch in einem Inselgebiet, das Thor Heyerdahl anvisiert hat, wo er eben mit seinem Boot da hinsegeln wollte. Das ist ganz erstaunlich, dass also quasi Jahrzehnte später diesem norwegischen Abenteurer, der immer verlacht wurde von der etablierten Wissenschaft, tatsächlich Recht gegeben wurde. Aber kommen wir mal zurück zu den Maui bzw. den Vorfahren, den polynesischen Seefahrern. Es ist unklar, wo genau sie, wie weit gesegelt sind, egal ob jetzt an der Nordhalbkugel oder der Südhalbkugel. Aber ein neuseeländisches Forscherteam hat da jetzt zwei Studien publiziert vor einiger Zeit, die ich ja gerade hier einblende. Und zwar gehen sie davon aus, dass Seefahrer bereits im 7. Jahrhundert bis zur Antarktis gekommen sind, also 1000 Jahre bevor die Europäer die Antarktis überhaupt entdeckt haben. Denn das soll erst 1820 gewesen sein durch deutsche und irische Seefahrer. Sie haben erstmals die Antarktis gesehen und quasi dokumentiert. Aber das ist schon wirklich ganz erstaunlich, denn das nahe Neuseeland war im 7. Jahrhundert noch gar nicht besiedelt. Aber das Team in dieser Studie um die Biologin Priscilla Willey hat Überlieferungen untersucht und Kunstwerke und künstlerische Darstellungen eben der Maui-Indianer. Und da gibt es zum Beispiel einen Häuptling, der nennt sich Hui Te Rangugaura, und der soll bis in die antarktischen Gewässer im Süden gesegelt sein. Da kam dann so durch die Mythologie und durch die Überlieferung immer wieder heraus, sie sind den Wanderrouten von Buckelwalen gefolgt. Und die ziehen nun mal zu bestimmten Zeiten Richtung Süden. Und da sind sie dann hinterher gesegelt. Und dann konnten sie in den Mythologien, Geschichten, Gedichten, Liedern und Überlieferungen auch feststellen, da wird von einem gefrorenen Ozean gesprochen. Und ihr wisst natürlich alle, die Welt des Pazifik ist natürlich, man sagt heute, wie wir als Europäer sagen, das Paradies, die schöne Südsee, so ungefähr, mit Palmen und schönen Stränden und warm und immer tolles Wetter, was natürlich so eigentlich nicht stimmt. Aber wie kommt man auf die Geschichte? Da gibt es einen gefrorenen Ozean. Aber sie konnten auch feststellen, dass verschiedene Beschreibungen offensichtlich von Eisbergen sprechen und auch die Flora und Fauna unten im Süden im Bereich der Antarktis beschreiben. Nicht nur Pinguine, sondern eben so, was da so wächst und so etwas. Das war bisher undenkbar, dass die bis in die antarktischen Gewässer im Süden gesegelt sind. Es lässt sich natürlich nicht nachweisen, dass sie diesen Kontinent an sich, es gibt ja genug Inseln, die da vorgelagert sind, aber dass sie den Kontinent an sich betreten haben, da müsste man archäologische Spuren finden, der
Maui-Vorfahren der polynesischen Seefahrer, die gibt es noch nicht. Aber für sie steht fest, dass tatsächlich 1000 Jahre vor den Europäern diese Seefahrer dort mit ihren einfachen Kanus, ihren einfachen Segelbooten, ohne Kompass, nur mit Sternennavigation und so etwas, bis dorthin gekommen sind. Das ist wirklich eine ganz erstaunliche Leistung, denn es ist ja nicht nur so, dass auch das Meer dort immer unruhiger wird und das Klima natürlich immer unfreundlicher, sondern diese Boote, die brauchen nur mit einem kleinen Eisberg zusammenstoßen und schon gehen sie unter. Ein kleines Lüftlein, so müsste dann nur mal wehen, denn das ist eine der rauesten Regionen, Meeresregionen der Welt überhaupt. Und schon geht so ein Kanu unter. Das ist also wirklich sensationell. Da hat man so eigentlich gar nichts von gehört, von diesen Untersuchungen, von dieser Studie. Sie ist eigentlich, das sind ja zwei Studien, es ist eigentlich so, dass sie keinen definitiven Beweis darstellen. Ein definitiver Beweis wären eben Artefakte der polynesischen Seefahrer auf einer Insel der Antarktis oder auf dem antarktischen Kontinent an sich. Aber sie selber gehen davon aus, dass es so war, dass die Möglichkeit durchaus besteht. Es ist tatsächlich so, dass so ungefähr 460, 465 Kilometer südlich der Insel Neuseeland eine ganz kleine winzige Insel liegt. Diese Insel, das sind die Auckland-Inseln. Da gibt es mehrere kleine Inseln. Es ist ein sehr raues Klima. Man sagt, so 8 Grad ist die Durchschnittstemperatur. Ungefähr 200 Tage im Jahr würde es dort regnen. Es wäre immer starker Westwind. Eigentlich eine ziemlich öde, trostlose Inselwelt da. Und die ist auch heute nicht besiedelt. Da wohnt kein Mensch. Aber da wurden im Norden dieser Inselwelt auf der kleinen Insel Enderby Island 1998 erst archäologische Entdeckungen gemacht, und zwar Siedlungsspuren von polynesischen Seefahrern. Das heißt, bis da sind sie gekommen. Das ist so die Subarktis, sagt man. Das ist noch nicht die Antarktis, das arktische Gewässer. Aber vielleicht sind sie ja tatsächlich von dort dann noch weiter den Buckelwalen hinterher gesegelt und kamen tatsächlich bis zur Antarktis. Interessant ist diese Funde dort auf diesen Inseln, auf den Auckland-Inseln, sind jüngeren Datums. Sie werden laut der Radiokarbon-Datierung so datiert auf das 12. bis 13. Jahrhundert nach Christus. Die Studien, die Untersuchungen haben aber gezeigt, dass schon im 7. Jahrhundert nach Christus eben polynesische Seefahrer bis in die antarktischen Gewässer gelangt sein sollen. Und das muss man natürlich ganz klar da bedenken, ist ja logisch, sie sind von dort auch wieder zurückgekommen. Denn sonst hätten sie ja nicht davon erzählen können, was sie erlebt haben, dass dort Eisberge gibt, ja einen gefrorenen Ozean, oder wie die Pflanzen- und Tierwelt dort ausgesehen hat. Ganz erstaunliche Ergebnisse. Also man kann von den Polynesiern wirklich noch sehr viel lernen in Sachen Seefahrt und Navigation. Da ist es auch interessant, im 18. und 19. Jahrhundert haben Europäer, zum Beispiel europäische Walfänger im Pazifik, Polynesier mit an Bord genommen, quasi sind zu den Inseln gefahren und haben sie eingeladen, angeheuert, und zwar als Hilfe zur Navigation im Pazifik. Denn sie hatten eine jahrtausendelange Erfahrung in der Seefahrt in dieser gigantischen Wasserwüste auf unserem Planeten. Überaus faszinierend, und deshalb könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und dann mal ein Feedback zu diesem Thema schreiben, was ihr davon haltet. Und dann bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Vergesst kein Abo auf meinem Channel, vielleicht auch ein Premium-Abo, wenn ihr mögt. Dann sage ich mal tschüss, ihr lieben Lasianer. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars.